Aber wir beginnen heute diese Sendung mit einem Film, der uns alle hier schockiert hat. Er zeigt Verbrechen, die nur deshalb noch nicht zu einem internationalen Skandal geführt haben, weil sie im Dickicht des Dschungels irgendwo am Ende der Welt begangen werden. Dorthin, genauer in die Wälder von Birma, konnten unsere Reporter jetzt vordringen. Zehntausende Angehörige der Bergvölker der Karen und der Karini sind dort im Moment vom Tode bedroht. Denn sie haben einen Fehler. Sie besiedeln ausgerechnet die Region, die die birmanische Militärjunta für ein ehrgeiziges Staudammprojekt überfluten will. Ein Projekt, das den Machthabern in Rangun nicht nur das schnelle Geld aus der Stromproduktion verspricht, sondern ihnen auch die perfekte Ausrede liefert, die aufsässigen Bergvölker nach Jahrzehnten der Verfolgung nun endgültig zu vertreiben, ihre Geschichte auszulöschen, bevor das Wasser das ohnehin tut. François Keller und Fabian Wohlschlag wurden Zeuge dieser Hetzjagd auf Menschen nur wenige Kilometer vom weltoffenen Touristenparadies Thailand entfernt. Auf unserer Fahrt über den Saluen begleiten uns keine fremden Führer, sondern Rebellen der politischen Opposition. Sie gehören den birmanischen Volksgruppen Karen und Kareni an. Zwei ethnische Minderheiten, die für die Anerkennung ihrer Rechte kämpfen und gegen die Militärjunta in Rangun. Wir bewegen uns illegal auf dem Fluss, denn dieser ist Mittelpunkt eines blutigen, grenzübergreifenden Konflikts. Bislang fließt der Saluen ungehindert von seiner Quelle im tibetischen Hochland bis in die Andamansee. Doch schon bald werden seine Fluten zigtausende Quadratkilometer Land, Wälder und Täler verschlingen. Denn Thailand und Birma, das heutige Myanmar, haben beschlossen, gemeinsam drei riesige Stauwerke zu bauen. Ein Projekt mit katastrophalen Folgen für die Umwelt und für zehntausende Menschen, die in dieser Region leben. In Birma ist der zum zukünftigen Stauwerkareal verboten. Wer dennoch wissen will, was dort vorgeht, dem bleibt nur die Möglichkeit, die Grenze heimlich in Begleitung der Rebellen zu passieren. Empfängt uns die Widerstandsorganisation der Kareni in ihrem Hauptquartier. Vom Tal aus, nicht weit entfernt, nimmt das birmanische Militär die Rebellen regelmäßig unter Beschuss. Es ist der Versuch, die Minderheiten in die Knie zu zwingen. Und dies seit nunmehr 50 Jahren. Doch mittlerweile scheint dieser Kampf neue Dimensionen anzunehmen. Dort drüben auf diesem Berg haben die merkwürdigen Geschosse eingeschlagen. Seit einigen Monaten hält sich hartnäckig das Gerücht, dass die birmanische Armee gegen die Rebellen chemische Waffen einsetzt. Wir beschließen, der Sache vor Ort nachzugehen. Wir müssen uns beeilen und nutzen eine Feuerpause. Der Berg, an dem die ungewöhnlichen Geschosse eingeschlagen haben, befindet sich an vorderster Front. Ein Netzwerk aus schmalen Gräben, der behelfsmäßige Bunker miteinander verbindet. Die Stellung wird von einigen wenigen Kareni-Kämpfern verteidigt. Die aufeinander gestapelten Baumstämme sind der einzige wirksame Schutz gegen die birmanischen Granaten. Wir suchen nach Einschlägen, Granatsplittern oder sonstigen Spuren. 15 der Männer, die die Stellungen verteidigen, leiden seit dem Einschlag der Granaten unter großen körperlichen Beschwerden. Die meisten wurden sofort von der Front weggebracht. Dieser Mann ist geblieben. Die Spuren, die der Giftnebel auf seiner Haut hinterlassen hat, sind deutlich zu erkennen. Helle Stellen, seltsame Flecken. Auch dieser junge Soldat hat etwas von dem Giftnebel abbekommen. Die beiden Kareni wollen gerade anfangen zu erzählen, als die Späher von der anderen Seite des Bergs eine anrückende Kolonne birmanischer Soldaten melden. Die Rebellen fürchten um unsere Sicherheit und drängen uns, die Stellung sofort zu verlassen. Wo sind Sie?
In der Nähe der Palisaden. Wie weit entfernt? Etwa 10 Meter von hier. Zwei Stunden später sind wir zurück im Hauptquartier. Hier oben können wir in aller Ruhe mit den Verletzten reden. Alle von der Front weggebrachten Opfer hatten über Brechreiz, Schwindelgefühle und Schmerzen geklagt. Unsere Zeugen bestätigen diese Symptome. Nach dem Einschlag hatte ich plötzlich Schmerzen im Brustbereich. Meine Nase fing an zu bluten. Das hat nicht mehr aufgehört. Auch jetzt tut mir der Hals noch weh. Und ich habe ständig Schmerzen in der Nierengegend. Alle Betroffenen fühlen sich auch jetzt noch stark geschwächt. Das habe ich zum ersten Mal erlebt. Ich bin schon oft unter Beschuss geraten, aber noch nie habe ich mich hinterher so merkwürdig gefühlt. Gleich nach den Angriffen sind mein Gesicht, meine Arme und Beine plötzlich stark angeschwollen. Die Schilderungen zweier Deserteure der birmanischen Armee bestätigen diese Aussagen. Die beiden Jugendlichen, 15 und 16 Jahre alt, wurden zwangsrekrutiert und direkt an die Front geschickt. Irgendwann waren sie es leid, von den Offizieren schlecht behandelt. Rebellen halt aufgegriffen. Wenn wir Munitionskisten transportiert haben, hat der Unteroffizier immer zu uns gesagt, wir sollen vorsichtig sein, denn da seien Chemikalien drin. Wenn sie herunterfallen, könnten wir sterben. Die Kameraden, die diese Munition abgeschossen haben, haben uns gesagt, dass sie Handschuhe und Schutzmasken tragen mussten, weil jede vierte Granate Chemikalien enthielt. Ein weiterer Hinweis. Der junge Mann zeichnet aus dem Gedächtnis einen Totenkopf. Die verdächtigen Munitionskisten trugen dieses Zeichen. Eindeutige Spuren von regelrechten Massakern haben wir letztendlich jedoch keine gesehen. Die Birmanesen fürchten möglicherweise einen internationalen Skandal und schrecken deshalb vor einem massiven Einsatz von Chemiewaffen zurück. Nach den Schilderungen unserer Zeugen zu urteilen, ist es dennoch mehr als wahrscheinlich, dass das Militär Giftgas einsetzt, um seine Gegner zu schwächen und deren Kampfgeist zu brechen. Die 300.000 Soldaten der birmanischen Armee führen diesen heimtückischen Krieg im Auftrag einer Militärdiktatur, die ihren Machtanspruch keinen Preis aufgeben will. Und die im Schutz der Berge mit brutaler Gewalt gegen die Bevölkerung vorgeht, wie diese seltenen Aufnahmen von einem Angriff auf ein Karenidorf zeigen. Bilder von gewaltsamer Verfolgung und Unterdrückung, die von ethnischen Minderheiten bis hin zu politischen Gegnern all jene trifft, die der Militärjunta den Gehorsam verweigern. Die Folge dieser grausamen Politik: unzählige Menschen irren durchs Land, viele sind ins Exil geflüchtet. 200.000 haben allein in Thailand Zuflucht gesucht. Alle Informationen, die wir entlang der Grenze sammeln konnten, deuten darauf hin, dass in dem künftigen Staudammgebiet die Übergriffe auf die Zivilbevölkerung zugenommen haben. Flussabwärts begegnen wir weiteren Rebellengruppen vom Volksstamm der Karen. Diese Männer sind fest entschlossen, den birmanischen Soldaten Widerstand zu leisten. Mit den Birmanen kann man nicht reden. Wir haben gar keine andere Wahl, als gegen sie zu kämpfen. Da wir uns auch hier selbst ein Bild von dem brutalen Vorgehen der Birmanen machen wollen, schlagen uns die Rebellen vor, einen Hilfs- und Versorgungstrupp zu begleiten. Eine Gemeinschaftsaktion von Karen und Kareni, um die von der Armee verfolgten Bewohner mit Lebensmitteln und Medikamenten zu versorgen. Von der thailändischen Grenze aus geht es tief in die birmanischen Bergwälder. Etwa 20 Tage lang wird die Expedition auf der Suche nach hilfsbedürftigen Menschen dauern. Um nicht aufzufallen, haben sich die Rebellen in kleine Gruppen aufgeteilt und schleichen auf schmalen Pfaden durch das Sumpfgebiet. Feindberührung und unnötige Scharmützel sind unbedingt zu vermeiden, so lautet die Anweisung.
Die Hilfsgüter sollen unversehrt an ihrem Bestimmungsort ankommen. Die größte Gefahr hier sind jedoch Landminen. Immer wieder fordern sie Opfer. Er lässt es sich trotz Beinprothese nicht nehmen, bei der Hilfsaktion dabei zu sein. Ich habe mein Bein verloren, nicht weit von hier. Vor 2 Jahren. Die Minen sind Teil der Strategie, die Zivilbevölkerung zu terrorisieren, um sie aus ihrer Heimat zu vertreiben. Diese Mine konnte entschärft werden. Doch wie viele tausend andere tödliche Fallen liegen hier im Wald? Tag für Tag nähert sich die Expedition dem zukünftigen Stauwerkprojekt. Und immer wieder durchqueren wir zerstörte und verlassene Dörfer. Die wenigen, die den Mut hatten zu bleiben, bereiten den Rebellen einen herzlichen Empfang. Die Dorfbewohner sind erleichtert, ein wenig Unterstützung zu bekommen und auch, dass sie sich jemandem anvertrauen können. Diese beiden Mädchen, 8 und 12 Jahre alt, erzählen, wie sie in aller Ruhe auf dem Feld gearbeitet haben. Plötzlich tauchten birmanische Soldaten auf. Ohne Vorwarnung eröffneten sie das Feuer. Die kleinere der beiden wurde von einer Kugel in den Bauch getroffen, die größere in den Arm. In einem Umkreis von wenigen Kilometern wurden mehrere Dörfer überfallen. Alle Bewohner sind geflohen und haben sich so gut in den Wäldern versteckt, dass selbst die Rebellen sie nicht finden, um sie mit dem Notwendigsten zu versorgen. Kundschafter werden in die Täler ausgesandt. Plötzlich ein Hilferuf über Funk. Ein Junge, der unseren Konvoi sichern sollte, ist auf eine Landmine getreten. Am Unglücksort haben die Sanitäter der Karen bereits seinen Unterschenkel amputiert. Ohne Betäubung. Es ging um Leben oder Tod. Der 16-Jährige hat sehr viel Blut verloren. Er muss so schnell wie möglich in Sicherheit gebracht werden. Inzwischen sind mehrere der Dorfbewohner, auf deren Suche wir waren, auf uns zugekommen. Sie tragen den Verletzten abwechselnd in ihr Versteck. Dort haben sich Flüchtlinge aus der ganzen Umgebung versammelt. Im Dickicht stoßen wir auf zahlreiche verstreute Grüppchen, die seit Tagen auf Hilfe warten. Ein einfacher Unterstand aus Blättern dient als behelfsmäßige Krankenstation, um die Verbände zu wechseln. Die Nachricht von der Ankunft des Hilfstrupps und des schwerverletzten Jungen hat sich unter den Familien, die sich im Tal versteckt halten, wie ein Lauffeuer verbreitet. Alle strömen herbei, um zu erfahren, was passiert ist. Der Zustand des Jungen hat sich stabilisiert. Die Sanitäter wollen versuchen, ihn zurück zur thailändischen Grenze zu bringen. Später erfahren wir, dass er den 4-tägigen Marsch, ohne Medikamente und von seinen Helfern auf dem Rücken getragen, unbeschadet überstanden hat. Ein wahres Wunder. Die Flüchtlinge aus dem Wald haben sich auf einer Art Lichtung versammelt. Weitere Verletzte. Die Sanitäter des Hilfstrupps versorgen sie sofort. Ja.
Die Liste der Patienten wird immer länger. Die meisten leiden unter Malaria, weit verbreitet in dieser Gegend. Dringende Hilfe erfordern aber auch unzureichend behandelte Infektionen oder sonstige Fieberpatienten. Und viele Menschen sind einfach nur völlig erschöpft von den täglichen Entbehrungen und den stundenlangen Fußmärschen. Übereinstimmend berichten die einstigen Dorfbewohner, dass die birmanische Armee in der gesamten Bergregion mehrere Offensiven zeitgleich gestartet hat. Rund 2000 Menschen leben in diesem Talgrund. Karen, Kareni, Christen, Animisten. Bergvölker, die von den buddhistischen Birmanen seit jeher als Bürger zweiter Klasse angesehen wurden. Sie alle schildern die gleichen Szenen. Wie ihr Dorf völlig unerwartet von Soldaten überfallen wurde. Dass sie kaum Zeit hatten, ein paar Sachen zu packen. Was zurückblieb, wurde von den Soldaten geplündert. Schauen Sie, das ist der ganze Reis, der uns geblieben ist. Das reicht gerade mal für eine Mahlzeit. Die Temperaturen sinken in den birmanischen Wäldern über Nacht auf 5 Grad Celsius. Eine der Flüchtlingsfrauen hat in dieser Kälte unter einem einfachen Blätterdach ein Kind geboren. Einige Helferinnen haben ihr beigestanden. Es ist ein Sohn. Seine Zukunft scheint vorgezeichnet. Voraussichtlich wird auch er sein Leben in ständiger Angst vor der Armee im Wald verbringen. Bis seine Eltern eines Tages so erschöpft sein werden, dass auch sie sich der Flüchtlingsschar anschließen, die in den thailändischen Lagern dahin vegetiert. Am nächsten Morgen. Das Neugeborene ist wohlauf. Seine Eltern sind Bauern. Bislang hatten sie in der Abgeschiedenheit der Berge ein geruhsames Leben geführt. Sie begreifen diesen Krieg nicht, der da völlig unerwartet über sie hereingebrochen ist. Wir wollen dienen, für alle, die noch geboren werden. Wir sind nur einfache Bergbauern, wir haben nichts gegen die Birmanen. Aber sie kommen und schießen auf uns. Sie stecken unsere Häuser und unsere Dörfer in Brand. An diesem Lagerplatz mitten im Wald hören wir ständig neue Berichte von Übergriffen der birmanischen Armee. Dieser Mann erzählt uns, wie er von Soldaten gefangen genommen, geschlagen und für Munitionstransporte zwangsrekrutiert wurde. Eines Nachts, als seine Bewacher schliefen, konnte er seine Fesseln lösen und im Schutz der Dunkelheit entkommen. Täglich treffen neue Flüchtlinge im Tal ein. Und alle berichten von Mord, Vergewaltigungen, Plünderungen in brandgesteckten Häusern. Pflichtbewusst führen die Soldaten die Befehle ihrer Regierung aus. Sie sollen die Bergbewohner in die Ebene hinuntertreiben, um sie dort der Armee zu übergeben. Eine von langer Hand geplante Aktion, wie die Aussage dieses Dorfvorstehers bestätigt. Schon vor mehreren Monaten sind Abgesandte der Regierung zu uns gekommen und haben uns den Befehl überbracht, dass wir das Dorf verlassen sollen. Falls wir uns weigern, haben die Birmanen erklärt, würden sie alle jungen Mädchen einfangen, sie fesseln und ihnen den Kopf abschneiden. Die Strategie scheint klar. Die Regierung will sämtliche Bewohner aus der Region vertreiben, um in aller Ruhe mit dem Bau der Stauwerke beginnen zu können. Neben dem erwarteten Geldsegen bietet das Projekt der Militärjunta die Gelegenheit, den bewaffneten Widerstand ein für allemal zu beenden. Momentan bieten die Berge den Karen- und Kareni-Minderheiten noch einen gewissen Schutz. Die birmanische Armee muss ihre Offensiven von der Ebene und den Großstädten aus starten. Doch der Bau der Staudämme wird die Verbindungswege der Rebellen unterbrechen und damit auch die soziale Struktur der ethnischen Minderheiten zerstören. Darüber hinaus wird die Armee auf den entstehenden Stauseen sehr viel geschickter und schneller manövrieren können. Es wird für sie ein einfaches sein, die letzten Widerstandsnester einzukreisen und zu vernichten.
Eines Abends vertraut uns einer der Anführer der Karenni-Rebellen niedergeschlagen an, dass seine Kämpfer die Bevölkerung nicht mehr lange verteidigen werden können. Sie seien zu wenige, um den ständig neuen Offensiven der birmanischen Armee auf Dauer standhalten zu können. Er sagt, dass sein Volk, dessen Rettung er sich zur Aufgabe gemacht hat, mit den Stauseen untergehen wird, falls sich dem Projekt niemand widersetzt. Die Gedanken dieses Mannes, der stets im Einklang mit der Natur gelebt hat, sprengen den Rahmen seiner militärischen Verantwortung. Mit dem Staudamm, so erklärt er, werden auch die Bäume und Tiere sterben. Ein ganzer Lebensraum wird für immer verschwinden. Einige Wochen später. Wir sind erneut auf dem Saluen unterwegs. Dieses Mal jedoch völlig legal. Mit einem thailändischen Boot, in Begleitung von Pian Pondites. Die junge Frau leitet eine Nichtregierungsorganisation, die gegen das grenzüberschreitende Staudammprojekt mobil macht. Am thailändischen Ufer sind die Vorbereitungsarbeiten bereits abgeschlossen. Hier in Wai Chi ist eine 168 Meter hohe Betonmauer geplant. Baubeginn 2007. Sofern es den Gegner nicht gelingt, das Projekt zu stoppen. Meiner Ansicht nach wird die thailändische Bevölkerung das Projekt nicht unterstützen. Denn ich bin mir sicher, dass sie keinen Strom will, der mit dem Blut ihrer Nachbarn produziert wurde. Die birmanische Diktatur indessen lässt der Druck aus dem Ausland völlig gleichgültig. Die einzige Hoffnung, das so folgenschwere Projekt noch zu stoppen ist, dass Thailand seine Beteiligung zurückzieht, um seinem Ruf nicht zu schaden. Thailand wird also entscheiden müssen, was wichtiger ist: sein weltweites Image oder das schnelle Geld aus der Stromproduktion. Und wir können nur hoffen, dass es dann für die meisten der Betroffenen nicht schon zu spät ist.